bin Martin Wölker und Professor für Automatisierung in der Logistik. Schon lange denke ich darüber nach, wie man vielleicht das Automatisieren einfacher beibringen kann, besser beibringen kann, dass es näher an den jungen Leuten ist. Factorio spiele ich ja schon eine ganze Weile. Das könnt ihr in meinem Blog auch gut nachlesen. Und das ist für mich als Automatisierer einfach ganz fantastisch. Man kann eigentlich alles machen. Echt nicht schlecht. Eine Alternative habe ich inzwischen auch gefunden. Das Spiel heißt Satisfactory, ist noch Early Access. Momentan sehe ich, dass Factorio aber besser ist. Das Vermitteln relevanter Inhalte und Kompetenzen mit Spielen ist gar nicht so einfach. Aber ich denke mal, das ist eine ganz tolle Chance, insbesondere wenn man Spieler hat, die so nah dran sind. Alexandra Dossenbach hat bei mir ihre Bachelorarbeit geschrieben und sie betrachtet eben die Einsatzmöglichkeiten in der Logistikausbildung. Am Beispiel von Factorio, Satisfactory wird auch betrachtet. Diese Arbeit werde ich dann auch mal im Blog dann noch etwas genauer vorstellen. Ich denke mal, das ist eine ganz tolle Sache, wenn wir das hinbekommen und ich glaube, das wird schon klappen. Ich freue mich, wenn ihr auf meinem YouTube-Kanal vielleicht das eine oder andere Educational Let's Play euch anguckt. Dort erkläre ich unter anderem, wie man eine ziehende Pufferlogik aufbaut. Wer gerne mit mir reden möchte, direkt reden möchte, der kann auch auf meinem Discord-Kanal kurz reinkommen. Das würde mich auch sehr freuen, denn es geht nichts über direkte Kommunikation. Ich freue mich, euch dort zu sehen.